guter Tipp, der Hut. Allerdings. Aber das so groß an die Wand zu schreiben, ist doch schon ein bisschen auffällig, oder nicht? Gut. Und zur Faust. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein. Ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. So. Ja, noch irgendwer. Schön für große Gruppen. Und für starke Gegner. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles erforscht. Jetzt können wir weiter. Woher? Dabarin. Zu den Hall of Heroes. Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Das wird absolut fantastisch. Oh, die das Ding her. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Dann muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Ui. Wie viel das alles wiegen muss und gekostet haben muss, das ist doch... Yeah, ich bin Musik. Welcome back. Wie geht's dir eigentlich? Ich hoffe, du bist gesund. Sniper. Hooker, Präzisionsgewehr. Was hast du zu bieten? Gute Frage. Wo? Ach da. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slade ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Dass man gezwungen wird, Waffen zu benutzen. Of the best.
Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig bin. Hurra! Sollte man vielleicht ein paar mehr Plasmide einsetzen? Ich hoffe, dass ich bald wieder gesund werde. Dass es nicht allzu böse wird. Ja, die Musik im Hintergrund ist ein bisschen nervig. Deswegen... Der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Du Schock-Jockey. Sprache schwer. Die müssen wir auch noch platt machen. Freue ich mich schon so drauf. Vigo, Teufelskrill, Teufelskuss, brauchen wir nicht. Ich glaube, der hat Rückenschmerzen. Magazinerweiterung, Schadensboost. Magazinvergrößerung. Um 50%. Juhu, das heißt, wir können jetzt eine 3 tragen. Ui, toll. So. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Kaboom. Hey. Willkommen hier beim Peststream. Willkommen. Ich hoffe, du bist gesund. Wie geht es dir? Wie ist dein Tag bis jetzt? Ja, ewig. Passt zu. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Wie es mir geht, ich habe die Pest. Siehst du, du bist ein Killer-Booker.
Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ja, ich habe wieder einmal Covid abgekriegt. Ah, wird schon. Fühl mich schon besser. Hab ein bisschen Kopfschmerzen. Ich fühle mich halt verschnupft. Mir geht's halt nicht wirklich 100% schlecht. Aber gut ist anders. Zu Wounded Knee. Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Was gibst du mir jetzt? Ach, immer noch dieselbe Kacke. Brauchen wir nicht. Ja, ansonsten würde ich jetzt nicht streamen. Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Wir haben Skalpe gejagt. Meine Raketen werden langsam knapp. Ah, Klamotten. Hosen, tödliche Stöße. Reichweite von Nahkampfangriffen wird um 3-mal erhöht. Oh. Ja? Ich weiß es nicht. Vergleichen. Jay. Derzeitig dringende Fürsorge. Verzögerung wieder Aufnahme. Kommt lieber das. Reichweite erhöht? Das ist super. Ah ja, je, ja, je. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Das ist, by the way, ein wirklicher Krieg, den es gab. Glaube ich. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Wer will schon? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Blödmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Renn, 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 renn.
Nö. Aha. Wo ist er denn? Da. Autsch. Atmen, Papa. Atmen. Was ist die blöde Kuh? Da. Sehen Sie, Mist. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Ab nie im Arsch. Warum hast du eine Lampe dabei? Wow, hier buddelt's noch. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Diese hinterhältigen Chinesen. Warte. Ich dachte, das macht Gong. Noch mehr Klamotten. Yay. Und hier. Ein Hut. Sturm. Bei Tod mit Teufelskuss. Gong. Bei Tod bis Teufelskuss, Schock-Jockey oder Bockner Bronco springt der Effekt auf Nahfeinde über. Und was haben wir denn sonst auf dem Kopf? Hut der Printen. Hi. Oh. Wir ziehen das Neue an. Das andere killt uns immer wieder. Ich glaube, wir werden jetzt öfter Bockner Brocco einsetzen. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Schleck. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Nö. Blacksoldat! Du wirst mein Schicksal teilen! Oh. Verdammnis! Und wo wirft er denn? So.
gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zu mir. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Tja, das ist halt die Qual der Wahl. Wer ist da? Die Rotunde. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Er klingt langsam ziemlich traurig.